Hallo, ihr süßen Puppis, willkommen zur aktuellen Nutten nach Lese. Es fing gleich an damit, dass wie die zwei, die Kurzhaarige und die Elena C., die sind mit Heidi nach New York als Belohnung zur Amfagala und wie ich auch mal sage, Amphetamingala. Und da haben sie dann ihre Kleider anprobiert und Paillette geht immer, sag ich ja auch immer. Und da hat aber nichts gepasst und alles war ganz, ganz schlimm. Die Kurzhaarige konnte weder sitzen noch atmen in ihrem Kleid, aber Heidi hat gesagt, da musst du jetzt durch. Und dann zurück in L.A., da gab es eine Heidi-Mail. Und die restlichen Models, die Unwichtigen, die nicht mit zur Amphagala konnten, die haben da eine Heidi-Mail bekommen und da hat Heidi gesagt, hey, es kommt jetzt ein ganz, ganz neues Shooting auf euch zu und zwar müsst ihr nämlich ein trauriges Shooting machen. Ihr müsst bitte vor der Kamera weinen. Also richtige Emotionen zeigen und das kennt ja Heidi gar nicht. Und dann haben die ganzen Models in der Modelvilla, die restlichen, die haben sich dann so ganz traurige Videos angeguckt, wahrscheinlich so Romantic Comedies oder vielleicht auch RTL vermisst mit Julia Leischik oder so. Und dann haben die alle geweint vom iPad und haben da schon mal geübt, irgendwie so wie es halt so ist, wenn man irgendwie so dann so Tränen machen muss und so. Nur die Prollschlampe, ja, die Prollschlampe, die konnte da damit gar nichts anfangen. Jetzt so, aber ich kann überhaupt nicht weinen und was soll man denn da machen? Und zurück in New York. Ja, da waren die da auf der Amphagala und haben da so mega viele Promis getroffen. Es war ganz toll, Red Carpet und everything. Und dann haben sie noch mit Heidi irgendwie, der Heidi hat dann ein Foto organisiert mit Leonardo DiCaprio. Der hatte gar keinen Bock, aber für Heidi hat das gemacht. Und dann waren die zum Schluss, waren die dann mega müde. Achtung, Alliteration. Mega müde. Und mega besoffen. So, zurück in L.A. Dann kamen da die zwei Models von der Amphagala mit, kamen zusammen mit Heidi Klum dann wieder direkt zum Tränenshooting. Heidi mit Sonnenbrille und so strähnigen Haaren, die war noch komplett drauf. Komplett drauf, ja. Hatte gar keinen Bock gehabt. Die hat gesagt, Gott, jetzt muss ich immer dieses Shooting machen. Es geht um Emotionen und so. Und Gott, ich habe da auch noch 5 Kinder zu Hause und ich muss einfach auch voll den Hunger. Ich wollte eigentlich noch zu Burger King. Also die hat gar keinen Bock gehabt. Aber gut, Shooting ist Shooting. Und da hat sich Heidi schnell umgezogen und da kam sie auf so ein Set, das war so eine gefakte Straße in irgendeinem Studio oder irgendwie sowas, also schon draußen, aber und Heidi hatte dann so einen Dress an, der Dress sah aus wie so Muster gemacht aus Innereien, aus Fleisch, aus Tierabfällen, das sah wahnsinnig süß aus und dann hat sie den Fotografen, der natürlich wieder wahnsinnig berühmt war, der hieß glaube ich Brian Something, den hat sie begrüßt mit einem Schreiküsschen. Das geht ja immer so. Ihr wisst, wie Schreiküsschen sind. Das geht so. Und dann war das Shooting. Und dann standen die vor, so waren sie alle in 40er Jahre Outfits, 40er Jahre Frisuren. Ich habe nur darauf gewartet, dass die alle noch so ein kleines Hitlerbärtchen bekommen, aber nein. Und dann standen die vor so einem Auto aus den 40er Jahren, so ein Oldtimer. Und dann kam Regen. Regen runtergeregnet. Der Regen bestand natürlich aus Zwiebelsaft. Und der Zwiebelsaft, der wurde ausgepresst von der Drittplatzierten von 2015. Die musste jetzt ein Jahr lang Zwiebeln auspressen für dieses eine Shooting. Ich sag ja immer gerne, Heidi Klum hat die Ausstrahlungskraft einer Kaffeemaschine, einer Senseo-Kaffeemaschine mit entkoffeinierten Pads. Während des Shootings hat man gesehen, dass Heidi hat immer aus so einem Kaffeebecher getrunken. Da war natürlich kein Kaffee drin, weil Heidi liebt ja die Tränen der Nutten. Und da hat die immer die Tränen aufgefangen, direkt beim Shooting aufgefangen. Und dann mischt sie sich die Nuttentränen mit ein bisschen, ganz bisschen Crystal Meth und ein bisschen Wodka. Und dann waren die alle ganz gut. Elena C., konnte natürlich nicht weinen, weil die ist ja schon von Natur aus mega angepisst. Die hat aber sowas. So. Und Heidi war total begeistert, weil die hat es total gut gefaked und so. Und gerade wenn es um Fake geht, da ist ja Heidi wirklich state of the art. Und die anderen wirklich geweint, weil die sich dann irgendwie vorgestellt haben, wie sehr irgendwie die Mutter sie vermisst und dann war Werbung.
Ich habe heute ein Geschenk bekommen von meiner guten Freundin Gitti Reinhardt und ihrem besten Freund David Kügler. Und zwar das Parfum von Michael Michalski. Das wird hier in Berlin bei DM verkauft. So, passt mal auf. Ich habe es gerade schon durch den ganzen Laden gesprüht. Es riecht furchtbar. Wir haben gerade in die Augen gesprüht, okay. Es riecht, also die Flasche sieht aus wie 4711. Wir haben jetzt alle Kopfschmerzen da draußen. Ich habe gerade schon gesagt, damit wir diesen nuttigen Kloduft wieder aus dem Rauschgold rausbekommen, soll da bitte mal jeder pupen. Dann, das riecht auf jeden Fall besser. Gut, nach der Werbung war es dann so, ihr süßen Mäuse, dass das große Opel Adam Casting anstand. Also Opel Adam ist ja einer der großen, der größten Sponsoren von Germany's Next Topmodel. Und da waren sie irgendwie auf so einem Dach von so einer Garage, von so einem Parkhaus. Und da stand so ein Opel Adam, da waren irgendwie dann so die Creative Directors von Opel Adam standen dann da und da saßen da und Michael Michalski kam, eingehüllt in seinen Duft und Thomas Hayo und dann konnten sich alle so Pollschmuck aussuchen, waren alle total zufrieden und da mussten die dann beim Casting eine Lip-Sync-Challenge machen. Wir sind jetzt gerade wieder bei RuPaul's Drag Race. Ja, ich dachte, es geht jetzt gerade wieder um Lip-Sync for your life. So, da haben sie dann alle so zu Popsongs irgendwie in Opel Adam performt. Da war mit dabei so Katy Perry. Da haben sich dann so die Nutten irgendwie so bunte Perücken aufgesetzt. Drop It Like It's Hot von Dingens. Und so, irgendwie so andere Songs noch und so. Es war alles so... Und dann die Kim, die hatte ihren Kurzhaarschnitt. Es wurde auch angepriesen bei den Topmodels jetzt als das Kurzhaarschnitt-Thema. Kurzhaarschnitt-Thema. Schnitt-Thema. Wird das dann mit 3T geschrieben nach einer neuer deutscher Rechtschreibung? Ich weiß es nicht genau. Und da hat der Michael Michalski gleich gesagt, ja, aber das ist total modern und so. Und da muss die Kim jetzt auch einfach mal auch mal checken, weil auch wenn sie dadurch keine Jobs bekommt, dann sind das die kurzen Haare. Das sieht total modern aus. Und dann war schon wieder Werbung. So, zurück aus der Werbepause. Wir sind immer noch beim Popel-Casting. Kim hat da gewonnen, weil die war halt irgendwie so mega anders und so. Michael Michalski meinte, sie war halt auch super komplementär zu allen anderen und deshalb, weil die so ausgeflippt ist, gerade mit den kurzen Haaren und so, ist die jetzt halt weiter und kann jetzt das tolle Shooting machen. Und da war das große Shooting mit einem anderen Model, das nicht vorgestellt wurde, in einer Boutique. Und in dieser Boutique stand dann ein Opel Adam. Also, das ist ja ganz normal. Also, wenn ich shoppen gehe, ich fahre ja mit meinem Auto auch immer direkt in die Boutique rein. Und dann haben sie ja so Shootings gemacht und Videodreh und so. Wir haben den Spot danach auch gesehen. Der ist halt total ausgeflippt und echt super witzig und so. So, dann passt auf. Dann war schon Entscheidungstag und Heidi liebt ja Emotions. Und da hat sich Heidi gedacht, die holt jetzt mal alle Freunde der restlichen Nutten nach L.A. Also die ganzen Lover-Stecher-Freunde und wenn sie keinen Freund haben, dann die Mutter nach L.A. Und dann gab es halt so eine mega geskriptete Scheiße, wo ich mir so dachte, ach Gott, zum Beispiel der Freund von Elena C. ist halt ein richtig kleines, süßes Prollschnittchen. Der wurde dann gefilmt mit nackten Oberkörpern, seinen ganzen Tattoos, wie er irgendwie so Liegestützen in seinem Zimmer macht. Freund von Kim, die Lesbe, der ist mega schwul. Der wurde dann gefilmt, wie er irgendwie so im Pool springt in Badehose und dann kam er aus dem Pool raus und meinte dann so, ja, morgen überrasche ich Kim. Und, ich meine, es ist schon bezeichnend, dass halt Alex, der Freund von Kim, längere Haare hat als seine Freundin. So, dann großer Entscheidungstag in einem Theater in L.A., wo irgendwie schon die großen Shows gefahren worden sind. Und das Thema des Shootings ist große Hollywood-Diven. Alle Familienangehörigen der Models, respektive Freunde oder Mütter oder whatever, sitzen Backstage gerade, weil Heidi will den Überraschungsmoment haben, damit ProSieben halt wieder richtig
Einschaltquote bekommt, weil wir wollen jetzt dann nach der Werbepause, gleich kommt dann, wir wollen wirklich wahre Emotions sehen. Wir wollen wirklich sehen, dass sie sagen, oh mein Gott, mein Freund ist da, ne? So, und dann, die warten alle Backstage und dann hat der Heidi irgendwie was Geskriptes noch gemacht, und zwar mit dem lesben, schwulen Freund irgendwie so, ja, sie hat doch ein Hühnchen zu rupfen mit dem Alex, weil der hat über Skype damals beim Umstyling, fand er die kurzen Haare von Kim gar nicht gut, hat gesagt, ja, warum hast du so kurze Haare, das ist gar nicht toll. Ja, natürlich, man ist auch ein Transenficker, der liebt halt lange Haare. Kim hat natürlich eine Langhaarperücke aufbekommen, die arme, kurzhaarige Lesbe. Und dann war schon wieder Werbung. So, dann großer Entscheidungswalk. Dann war die mit dem Mund, also ganz viel Mund, ganz viel Zähne. Die hat den Walk gemacht, sah super toll aus. Und dann kam ihr Freund Patrick mit dazu. Und der war irgendwie so, ich würde sagen, 30 cm kleiner als sie. Sein Penis ist auch 30 cm kleiner als ihr Penis. Und dann war große Beziehungszusammenführung. Und zwar ganz toll und so. Dann kam Roberta Blanco kam dann, hatte geglättete Haare und die sah zum ersten Mal, finde ich, gut aus. I'm sorry, war das schon wieder rassistisch? Ich weiß nicht. Dann kam ihr Vater. Ich dachte, er ist ihr Freund. Der sieht aus wie Franjo Pot. Es war ihr Vater, der hat sich voll gefreut. Ihr Vater ist jetzt da. Dann war diese unwichtige Helena, nicht die Helena C., sondern die andere Helena, die ich immer nicht kenne. Die war da. Dann kam die Mutter von der. Es war so eine kurzhaarige Ostlerin. Und dann kam Vater. Und Vater hatte eine, laut Thomas Hayo, eine wahnsinnig hypnotische Wirkung auf die Jury gehabt. Und dann Heidi hat aber dann gleich gesagt, naja, aber so gut war das alles nicht. So, dramatische Musik. Und Vater dachte schon, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und dann kamen Videos. Da hat dann Heidi gesagt, ja, du, wir wollten, dass deine Mutter jetzt kommt auch. Und dann kam eine Videogrußbotschaft von ihrer Mutter. Die hat dann irgendwie gesagt, ja, ich kann nicht kommen, weil ich habe keine Aufenthaltsbescheinigung, Genehmigung. Ich kann nicht kommen. So, dann hat der Heidi gesagt, ja, dann haben wir deinen Freund gefragt. Und der hat dann gesagt, oh, ich kann nicht kommen, ich muss doch saufen gehen, ich kann auch nicht. Und da hat dann Heidi gesagt, ja, aber dann haben wir doch deine Cousine angerufen und vielleicht kommt die jetzt. Dann war Werbung. Ich glaube, dass die Cousine konnte dann auch nicht. Und dann haben sie dann die Nachbarin von der Mutter gefragt, die konnte auch nicht. Und zum Schluss kommt jetzt wahrscheinlich die Katze oder irgendwie so. Aber es ist erstmal Werbung. Die Cousine konnte auch nicht, von daher konnte niemand. Oh, einfach mal alle. Oh. Und sogar hat Heidi alle Penner in Deutschland gefragt, ob die kommen können. Und sogar die konnten nicht. Ja, weil die mussten Flaschen sammeln. Und dann hat da Thomas Heil gesagt, ja, aber ist nicht so schlimm, weil du hast ja uns, du hast die Jury. Dann waren die letzten drei, und zwar die Kim, die Prollschlampe und Elena C. Alle sind weiter, da kamen wieder die Freunde und bababa, mega emotional, bla bla bla. Keine ist rausgeflogen diesmal. Niemand ist rausgeflogen. Ich hasse, wenn sowas passiert. Die Kim hat dann noch einen Satz gesagt, wo Heidi sehr, sehr sauer war. Die hat dann gesagt, die Kim mit den kurzen Haaren, als ihr schwuler Freund kam, und da hat die gesagt, ja, und da war ich ja mit der Heidi, war ich ja dann auf der Empfergala, und da war die Heidi, war total menschlich, und das hätte sie gar nicht erwartet, dass sie so menschlich ist. Und da hat Heidi, die hat gelächelt so, und danach war so... Die Perücke ist von Aldi, weil David Kügler ist nämlich Geschäftsführer, Filialleiter bei Aldi, und die wird bei Aldi verkauft für was jetzt genau? 50 Cent. Sie wurde reduziert auf 50 ganze Cent. Es ist furchtbar. Und warum verkauft die bei Aldi solche Perücken? Es war Karneval. Achso, soll ich das mal kurz aufsetzen, das Modell? Ja. Noch, ja. Ja? Ja. Nehmen wir bitte meine Perücke ab. Man nehme die Perücke ja? ab. Perücke abnehmen. Du bist ein Mann? Und bitte, ja, und bitte neue Perücke aufsetzen, jetzt. Wunderschön. Wunderschön. Das glänzt. So, ihr süßen Mäuse, hinsetzen, geil, Klappe halten. Edit mich auf Facebook, Tumblr, Google Plus, Instagram, YouTube und Facebook und everything. Und ganz, ganz neu auch auf Snapchat, obwohl ich das noch nicht verstehe. Und bis nächste Woche, bis dann. Bye!
Sharing is caring.